Achtung! Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Hey, moin zusammen. Ihr kommt genau richtig. Ihr habt genau richtig eingeschaltet. Wir haben Fliegeralarm mal wieder. Ja. Und ausgerechnet jetzt habe ich gerade eine Mission angenommen. Ja, flüchtet mal alle da rein. Sehr gut. Da seid ihr bestimmt sicher. In einer zugigen Lagerhalle. Ja, mit Licht an. Ja, Beleuchtung schön anlassen, damit die Bomberverbände auch alles finden und treffen können. Ausgezeichnet. Es läuft wie geschmiert. Ja, meistens sind das gar keine Bomberverbände, die angreifen, sondern nur vereinzelte, so wie ein Aufklärer oder so. Ganze Verbände habe ich hier noch nie gesehen. Also ihr wisst schon, dass das hier kein Luftschutzraum ist, ne? Und das Licht ist noch an. Ich wollte es euch ja nur mal gesagt haben. Wir haben einen Spion an Bord. Jawohl, der arbeitet für uns. Das ist der Herr Freier. Ja, er scheint sich auch schon wohl zu fühlen. Er hat sich seine Kabine schon ausgesucht. Ja, beim Kaloyn Rammsteine, da ist das komfortabel. Sehr gut. Ja, wir wollen ihn auch nochmal persönlich begrüßen. Tür zu, was ist das hier? Wunderbar. Herr Freier, willkommen. Sehr gut. Er ist bei uns bestens aufgehoben. Ja, wir sind schön poliert, unsere Torpedos, ausgezeichnet. Ja, dann kann das Abenteuer doch beginnen, würde ich mal sagen. Mal schauen, ja, sieht alles gut aus. Wunderbar. Herr Kaloy? Aber der Flieger gibt keine Ruhe. Auf Seerohrtiefe gehen. Müssen tatsächlich nochmal tauchen. Der ist nämlich wieder zurückgekommen. Oh, erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, 1943, die Flieger werden immer hartnäckiger und können sich das natürlich auch immer mehr erlauben, in unseren Luftraum einzudringen. Ne, wir kennen ja alle die Lage, die ungefähr zu dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg war, und da sah es mit unserer Luftwaffe nicht mehr ganz so ruhmreich aus. Ah, dicker Brummer. Der vermutlich ein paar schöne Luftaufnahmen von unseren Häfen machen will. Obwohl da gar nichts zu sehen ist, ne? Ist da nix. Keine Schiffe, nur ein Rudel U-Boote. Aber wisst ihr, was das Dollste ist? Mit diesem Flugzeug können wir wieder zum Hafen zurückfahren. Ja. Unsere Mission gilt damit als aufgedeckt
Und ja, dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Ich weiß zwar nicht, wie das Flugzeug den Spion da drinne entdeckt haben will, aber ja. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Es ist mir ein bisschen schleierhaft, aber gut. Ja, dann nochmal von vorne. Und mit von vorne meine ich ganz von vorne. Also erstmal Fliegeralarm wieder. Ganz wichtig. Mission annehmen und den Fliegeralarm. Und auch hier nochmal. Und links herum und rechts herum. Ausgezeichnet. Und wieder ein Flieger in Sicht. So, diesmal gehen wir mal auf Luftabwehr. Den wollen wir doch mal begrüßen, den Burschen. So, ja. Ist wieder derselbe, ne? Ja. Und kreiselt wieder über unseren Hafen. Wir haben natürlich auch schon einen neuen Spion an Bord genommen. Ja, das Dritte Reich hatte schon so einige. Ne? Die wurden zwar bei England alle umgedreht, aber naja. Ja, die Flak arbeitet auch schon fleißig. Wo sind eigentlich die Suchscheinwerfer? Ne? Hatte eine Flak immer. Große Suchscheinwerfer. Naja, hier sind ja genug Scheinwerfer, ne? Ja, unsere Jungs sind auch schon fleißig. Wär doch gelacht, wenn wir den nicht zu fassen kriegen. Weil sonst brauche ich ja gar nicht erst auslaufen, ne? Da haben wir ihn doch. Bitte, es geht doch. Und unten glänzen wir wie ein Weihnachtsbaum. Ausgezeichnet. Juppa. Schöner Aufsetzer. Hervorragend. Und soll ich euch mal verraten, was das bedeutet? Richtig, wir haben die Mission nicht geschafft. Das ist die erste Mission, die schon am Hafen gescheitert ist. Also das hatte ich noch nicht gehabt. Dann würde ich sagen, alles nochmal von vorne, ne? Erwin May. Wo ist denn der Erwin May? Erwin May, bitte beim Kaloyne Rammstein melden. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Unsere Spione sind hier sicher an Bord. Die werden hier nicht entdeckt. Erwin May. Wo haben Sie sich versteckt? Im Torpedorohr oder was? Raus da. Feige Sau. So, hinterm Torpedorohr habe ich ihn gefunden. Er wollte schnell sich rausschießen. Da habe ich gesagt, komm, May. Bleib mal schön hier. Hier ist das warm und trocken. Und ich lasse mir das natürlich auch nicht nehmen, ihn persönlich zu begrüßen. Langsam komme ich mir schon vor wie in so einem Spionagehotel hier, oder? Ah, da ist er ja. Guten Tag, Herr May. Ja, hier ist alles in Ordnung. Hier Flugzeuge ab und zu mal, aber das ist alles. Ach, das ist alles nicht so wild. Ne? Willkommen. Ah, du machst das hier schon. Na, da können wir ja endlich mal auf See fahren.
in See stechen, wollte ich sagen. Das wurde aber auch wirklich mal Zeit, ne? Wirklich, das war nicht gestellt. Also ich bin da mit der Mission nicht weitergekommen. Also das ist wirklich original. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das extra so zurechtgestellt, zusammengestellt. Nein, habe ich nicht. Wir konnten jetzt endlich mal losfahren Richtung England und versuchen, unseren Spionen abzusetzen. Mal sehen, vielleicht tauchen ja hier wieder Flugzeuge auf, ich weiß es nicht. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, interessant. Unsere Spione haben hier schon ganze Arbeit geleistet. Sie haben nämlich eingetragen, wo sich das Fangnetz so in etwa befindet. Und dass hier Seeminen verlegt sind. Das ist schon mal vorteilhaft. Wir werden auf der Hut sein. Ja, die Engländer lassen uns nicht in Stich mit dem Flugzeug. Ich sehe ja schon wieder meine Felle davon schwimmen. Ah. Mal gucken, ob er Zielwasser getrunken hat. Boah. Vielleicht hätten wir doch tauchen sollen. So im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen. Naja, wir schwimmen noch, so ist das nicht. Aber das hätten wir uns eigentlich ersparen können. Aber so schnell geben wir nicht auf. Die Kaloin-Mannschaft ist auf sowas eingestellt. Wir sind spezialisiert auf bombardierte U-Boote. Schwer zu treffen, die Sau. Das ist. Die fliegen einfach in weiten Bogen und dann kommst du einfach nicht ran. Ja, also meine Ingenieure haben mir versichert, dass alles halb so wild ist. Die kriegen das wieder hin. Das ist alles nur ein bisschen, naja, verwässert die Angelegenheit, das könnte man so sagen. Und wisst ihr was? Es gibt auch eine gute Nachricht. Ja, genau. Der Spion ist von Bord gegangen und zwar ohne nasse Füße zu kriegen. Das ist die gute Nachricht. Ja, das U-Boot, ich habe das extra so geparkt, ne, ich wollte ja zeigen, dass ich gut mit unseren Spionen umgehe, ne, und dann brauchen sie nicht an Land schwimmen und dann dachte ich mir, da setze ich das Boot einfach mal an Land und ja, ne, wir warten jetzt auf die Flut, würde ich sagen, die hoffentlich kommt, sonst sehen wir nämlich ziemlich alt aus. Aber sieht doch gut aus, ne? So ist auch das U-Boot in Labö bestimmt entstanden. Denkt an meine Worte. Und während wir auf der Flut warten, haben wir nochmal eine prima Gelegenheit, uns nochmal so die Positionen einzuprägen, wo denn die Hafenverteidigung ist. Ne? Ihr seht, alles was ich mache, hat Methode. Habt ihr schon gemerkt, ne? Ja, da, ne? Können wir uns doch mal angucken. Wir haben Have Your Teeth. Ach ja, im Dunkeln müssen wir das auch noch, glaube ich, erledigen. Und nein, wir müssen die Mission nicht wiederholen. Der Spion ist ja zum Glück schon an Land gegangen, so dass wir uns langsam, aber bedächtig Richtung Hafen bewegen können. Ja, den Einsatz kennen wir schon. Nämlich die Feuerstellung zu finden, zu suchen. Das haben wir schon mal gemacht, aber das liegt jetzt, glaube ich, da ist eine schon. Das liegt jetzt schon einige Videofolgen zurück, so dass ich mir das erlauben kann, hier nochmal zu wiederholen. Ne, für die
neuen Abonnenten, die das bestimmt noch nicht gesehen haben und sich jetzt freuen. Ach, so geht das. Ne? Ich habe alles im Blick. Wir finden die schon. Daran soll das jetzt hier nicht scheitern. Der Spion ist von Bord. Das ist schon mal die Hauptsache. Alles andere ergibt sich schon. Ja, an der Mission hat sich bisher auch jetzt nichts verändert. Sie ist gleich geblieben. Man muss da ein bisschen geduldig herumstochern, ehe man das mal gefunden hat. Und wir haben sie alle gefunden. Seht ihr, ist doch gar nichts passiert. Von meinem Let's Play kann man ja halten, was man will, ne? Aber langweilig ist es doch irgendwie Kapitän? nie, oder? Potzblitz, aber wir sind entdeckt worden. Das ist natürlich nicht so schön. Und leider ist das nicht nur einer. Da ist eine ganze Flotte stationiert und ich habe eigentlich wenig Lust, mich mit allen anzulegen. Aber trotzdem, den hier müssen wir loswerden. Den müssen wir loswerden. Vielleicht haben wir Glück. Und dann ist das noch so flach hier. Sehr gut, Jägermeister. Hervorragende Meldung. Volle Kanne erwischt. Ja, der war uns zu dicht auf den Fersen. Den mussten wir irgendwie noch mitnehmen. Ja. Ausgezeichnet. Oh, so eine aufdringliche Korvette. Nee, das ist ein Zerstörer. Wird doch nicht gleich so unangenehm. Ja, da muss Lauschangriff ein bisschen Sanitäter spielen. Der hat uns nämlich ganz gut erwischt. Ich schwöre euch, so eine Feindfahrt habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie auch ein bisschen am Schwierigkeitsgrad noch herumgewurstelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir hatten ganz schön zu tun gehabt. Ja, unsere Feindfahrt haben wir eigentlich schon bestanden. Jetzt gilt's eigentlich nur noch, hier zu entkommen, irgendwie. Und wenn uns das auch noch so viele Ersatzteile kostet. Na, wo will der Mussolini schon wieder hin, ne? Er soll arbeiten und nicht nur nach links und rechts laufen. Da kommt er schon wieder. Was, wo willst du jetzt hin? Ah, ja.
ja. Wenn man nicht auf alles aufpasst hier an Bord, also. Ist ja gruselig mit euch. Ja, wir hatten Strandurlaub, Spionen abgesetzt, Flugzeug abgeschossen. Also wir haben doch schon was erlebt, oder nicht? Das ist doch gar nicht schlecht. So, jetzt noch schnell eine Route hier wegfinden. Der Zerstörer hat uns zum Glück nicht wiedergefunden. So, dass wir endlich die offene See wieder erreichen. Gott sei Dank. Wenn die nämlich alle noch in Gange gekommen wären, dann hätten wir ganz schlechte Karten gehabt. Und vor lauter Frust kontrollieren wir jetzt noch mal so einen Schweizer. Der ist mir irgendwie verdächtig. Ich finde, das sieht doch aus wie. Wie sehen Sie auch von Rietzer Schweizer Unterhalter? Na, das meine ich aber auch. Das ist doch verdächtig, ne? Wir haben noch eine bestimmte ganze Ricola-Fabrik an Bord. Das rieche ich doch. Von wegen, die Schweizer sind immer neutral. Das sind manchmal die schlimmsten Patrioten überhaupt, wenn es um ihr Land geht. Und das meine ich mal ehrlich. So, wollen wir mal schauen. Was hat denn der Frachter hier? Schreibt er ohne Eskorte. Ja, gut, das ist ja nichts. Das ist ja nichts Neues. Sehr freundlich ist er ja nicht gerade, der Pfaffe, ne? Ah. Wie viel Tonnen Ricola hast du mitgenommen, du Sau, du? Ah, zeig mal her. Lass den Onkel Rammstein mal gucken, was du da hast. So. So. Ich würde mal sagen, evakuieren. Das ist. Ricola darf England niemals erreichen. Denn ist alles voll. Denn ist der Krieg aus. Ich kann das leider nicht verantworten. Ich muss leider Maßnahmen ergreifen. Das tut mir leid. Nö, nee, eigentlich nicht. Aber, ne? Wir setzen die Schweiz mal auf den Pott. Was sagst du dazu? Holen Sie sich die vitalisierende Kraft von der Schweizer Natur direkt zu sich heim. Minimedal. Ein erntefrisches Stück Kräuterwiese, das Ihre Sinn sofort belebt. Oder nimm einfach Ricola. Die vitalisierende Kraft von Ritzen Schweizer Alterkräuter. So, nicht, dass jetzt einer glaubt, das war bezahlte Werbung von Ricola oder so. Nein, ich bekomme kein Geld von der Firma. Nein, aber es macht doch die Atemwege frei für die Schweiz, die ein bisschen untergegangen ist. Nach dieser Katastrophenfahrt hatte ich das mal bitter nötig. Einfach mal was Neutrales wegpusten. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Behaltet mich auf dem Sonar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Seit Tagen suchen wir vergeblich nach dem Feind. Eintönig rollt das Boot in der Dünung. Trotz schärfsten Ausgucks ist keine Rauchfahne auszumachen. Während die Freiwache ein Nickerchen macht, werden von den Torpedogasten die Aale gepflegt und nachgeladen.